Da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei den Deutschen und Civilization 6. Wir zocken und haben die Intention, mit den Deutschen unser Reich zu vervollständigen. Und ich habe mir zwischen den Folgen so ein bisschen meine Gedanken gemacht. Ich bin die ganze Zeit davon am Reden, dass hier im Westen ja eigentlich Phönizien irgendwann unser Kriegsziel sein könnte. Sie sind unser oder ist uns gerade freundlich gestimmt. Nichtsdestotrotz, wir haben, ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge gesagt habe, aber auf jeden Fall, wir haben ja das U-Boot als Spezialeinheit plus eine Sicht und könnten über Heidelberg mindestens Tyros und Karthago irgendwann angreifen und dann irgendwie hier das Gebiet in die Klemme nehmen. Aber wir haben massive Probleme mit den Inka und ich bin eigentlich gar nicht auf Krieg aus, denn das Reich formt sich eigentlich ganz cool. Wir haben bereits 6 Städte, 7 Städte und kommen am Ende auf 8, 9, 10, vermutlich 11 Städte, die auf jeden Fall erstmal reichen. Und in beide Richtungen Krieg führen, habe ich eigentlich keine Ressourcen für übrig, denn es geht hier tendenziell eventuell ein bisschen Richtung Wissenschaftssieg, auch wenn es noch gar nicht so danach aussieht. Aber das bedeutet, dass wir im Westen keinen Stress haben wollen. Und ich bin im Überlegen, ihr zu sagen, Freundschaft verkünden. Und ich denke, das machen wir an der Stelle. So. Und das bedeutet, dass wir hier im Westen mal gar nichts mehr zu befürchten haben. Und lässt mich nun Folgendes machen. Wir werden in Richtung Osten ziehen. Einfach nur, weil wir dort eventuell eher in Richtung Krieg tangieren, beziehungsweise agieren werden, wenn die Inka ausrasten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und aus diesem Grunde habe ich diese Verschiebung jetzt hier losgetreten. Wir haben hier oben die Möglichkeit, und das mache ich jetzt mal kurz, ins Wasser zu schauen, denn die Technologie haben wir jetzt freigeschaltet, denn ich möchte hier die Ecke noch entdecken. Und dann werde ich hier aber mich zurückstellen, weil die Stadt, so sehr wir befreundet sind, will ich auf jeden Fall retten. Und auf den Feldern hier könnte noch gesiedelt werden, solange ich da aber eine Einheit drauf habe. Kann Dido versuchen, was sie möchte. Insofern ist alles gut. Und somit steigen wir in die nächste Runde ein und damit auch in die Folge. Wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Und wer weiß, ob sich da nicht nochmal irgendwann was ändert. Also wir sind ja jetzt erstmal nur 30 Runden erklärte Freunde. Und siehe da, euer Volk lässt sich zu nah nieder. Ihr solltet woanders nach Land suchen. Ja, das ist schön und gut, liebe Inka, aber mein Volk lässt sich nieder, wo immer es ihm gefällt. Wir könnten jetzt sagen, wir könnten in Zukunft woanders Land suchen, aber wir sind kurz davor, mit einem weiteren Siedler direkt neben ihm die nächste Stadt zu gründen. Insofern müssen wir das bisschen Groll irgendwie hier einkassieren. Ja, wenn ihr unsere Grenzen nicht respektiert, respektieren wir euch nicht. Das ist mir schon irgendwie klar. In der Demokratie zählt die Entscheidung des Volkes. Im Feudalismus entscheidet der Herrscher über sein Volk. Feudalismus ist da und die Handwerker bekommen nun 2 zusätzliche. Nochmal von vorne. Die Handwerker erhalten 2 zusätzliche Bauaktionen. So klingt schon viel besser. Diese Karte werden wir relativ schnell reinpacken. Was wir auf jeden Fall machen, ist einen Feudalvertrag für 50% Produktion für Einheiten verschiedenster Art. Ich habe aber noch die Siedlerkarte drin und noch ein paar Runden, 2 Siedler in der Pumpe. Ich möchte die Stadtplanung noch drin lassen. Insofern werden wir für die Handwerker noch ein bisschen Gold ansammeln und dann erst die Leibeigenschaft einsetzen, wenn wir das nächste Mal die Politik ändern können. Das ist so der Plan. Steigbügel bekommt den Boost und gerade gucken, warum. Ah ja, wir haben die Feudalismusausrichtung. Alles klar, das ist gut. Ja, wir sammeln schon mal Gold und wir gucken auch mal gerade, ob wir irgendwie ein bisschen was handeln können. Bin natürlich daran interessiert, eventuell hier von unseren strategischen ein bisschen was loszuwerden. Oh ja, und unsere Freunde aus dem Maya-Reich geben uns sehr viel Gold für Eisen. Dann werden die Kurse schon schlechter. Bin fast am Überlegen, es dann sein zu lassen. Kriegen wir die Pferde noch weg, weil ein bisschen Eisen tut uns natürlich auch gut im Falle des Krieges. Wir könnten hier von Tamar ein bisschen diplomatische Gunst, beziehungsweise Gold für diplomatische Gunst abgreifen. Nicht allzu viel allerdings, okay. Aber ein bisschen Gold ist besser wie nichts, denn wenn wir gleich Handwerker kaufen, werden das nicht wenige sein. Gehen hier weiter voran. Ja, und gucken jetzt hier oben, was hier ist. Ah, schade. Wenn jetzt hier noch ein Riff gewesen wäre, das wäre ja die. Ah, verdammt. Nichtsdestotrotz, Tendenz, Campus eher hier statt hier, weil dann könnten wir entweder die Schafe modernisieren oder wir planen mal die Stadt noch ein bisschen weiter. Ja gut, Nachbarschaftsbonus am Fluss hat natürlich das Handelszentrum. Wir könnten hier auch ein Aquädukt hinsetzen, aber dann können wir hier den Hansebezirk nicht daneben setzen. Den können wir hier zwischen die beiden Ressourcen packen.
Und dann ist er bei plus 2. Ah nein, wir könnten hier noch ein Aquädukt hinhauen. Dann sind wir aber nicht mehr zwischen den zwei Ressourcen. Dann müssten wir hier hin. Na, dann hätte die Hanse zumindest plus 3. Okay. Und die Frage ist, bekommt durch ein potenzielles Diplomatenviertel? Ja, da könnten wir nochmal mit agieren. Dann wären wir bei plus 4. Entweder das oder wir geben hier ein Lager hin. Oder. Hauptsache Bezirk. Können das ja mal einzeichnen. Irgendwo gab es auch hier dieses leere Bezirksfeld. Das setze ich hier mal ein. Mal gucken, was uns dann am ehesten fehlt, gegebenenfalls. Vielleicht nehmen wir auch einfach mal einen Theaterplatzbezirk da rein. Wäre plus 1. Lassen wir das mal stehen und daran werde ich, glaube ich, merken, was wir hier eventuell dann noch nötigen. Das wäre so die Grobform dessen. Wir werden den Clan hier aufrüsten. Bekommt 3 Zeitalterpunkte dafür. Und die Massenproduktion ist geboostet. Wo ist sie? Da oben. Baut ein Sägewerk. Das war aber dann auch eher zufällig, oder? Der Boost, den gab es dann so. Ja, okay. Das Sägewerk haben wir nicht gebaut. Wir haben den Feudalismus und gehen nun auf die Militärausübung. Einfach aus dem Grund, dass wir die Theologie nicht brauchen und in 5 Runden dann auf die Handwerkerkarte wechseln wollen. Und steigen in die nächste Runde ein. Mit den Bogenschützen müssen wir gucken, die müssten wir irgendwann alle mal boosten. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, müssen relativ schnell ja, hierhin zu den Söldnern. Wir bräuchten eine Quadrime, um die Marine-Tradition... die brauchen wir dafür gar nicht. Okay. Super, und die Söldner sind schon geboostet. Das ist gut. Dann sind wir hier auf genau dem richtigen Weg. Die Allianzen kommen irgendwann dazu. Gehen hier über den Fluss. Und dann in die nächste Runde. Noch 4 Runden hier für die beiden Siedler in Berlin und in Heidelberg. Und dann können wir uns endlich anderen Dingen in der Stadt widmen. Das freut mich dann ungemein. Mehr Wohnraum in Heidelberg benötigt. Freundschaft abgelaufen. Ah, mit Süleyman. Jetzt habe ich mal da hingeklickt. Der ist da oben. Okay. Im absoluten Fog of War hat er sich versteckt. Und wir sind natürlich mit ihm befreundet. Weiterhin. Nehmen wir gerne an, dass das so unkompliziert mit ihm funktioniert. Hier überspringen wir eine Runde. Ja, und hier kommt die Verstärkung tatsächlich. Jetzt gucken wir hier noch, natürlich noch nach oben. Na, noch ein kleiner Zipfel ist da. Hier würde sogar noch eine Stadt gehen. Die Frage ist, ob man dann hier nicht einfach sogar das weglässt. Weil wir können hier einen Hafen setzen. Der gibt uns genauso Gold. Der gibt uns sogar 3 Gold. Und dann sagt, wenn wir hier auch noch einen Campus hätte, der wäre jetzt sogar plus 5 durch den Hafen, dann könnte man hier oben noch eine Stadt hinhauen. Müsste hier mindestens sein. Ich würde sie dann wahrscheinlich hier auf die Spitze setzen. Ja, und dann macht sich hier natürlich auch ein Hafen mega gut. Plus 5 sofort. Und dann könnten wir sowas machen. Aquädukt hier. Und Hansebezirk für immerhin plus 4 dort. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Und dann hätten wir noch eine Stadt mehr. Das finde ich echt extrem passend. Ja, und die Stadt hier passt aber auch auf jeden Fall vom Setting. Dann können wir die nächste Runde und haben hier nochmal was überplant. Jetzt gehe ich mit dem Krieger hier aber zurück, damit hier nicht und niemand oder nicht so niemand reinläuft. Handelsposten fertig. Wir werden den Vampir relativ schnell ausheilen lassen in der Stadt. So, Dortmund ist geboostet genug. Die Frage ist, wer braucht jetzt mal ein bisschen Hilfe? Und ich denke, es ist Frankfurt hier unten. Frankfurt kann auf jeden Fall ein bisschen Starthilfe über den Händler gebrauchen. Gehen hier zurück, wie wir es gesagt haben. Ja, und dann sind wir hier schon in der Verfassung zu sagen, minus 6, das wird sogar besser. Wann kommt denn der nächste Gouverneurtitel reingeflatscht? Dauert noch einen Ticken. Sogar einen Ticken lang, ehrlicherweise. Hier drüber bekommen wir keine. Das heißt, wir müssen das irgendwie anders machen. Und zwar über Stadtgröße. Trier und Mainz müssen ein bisschen Loyalität regeln und dann müssten wir ein paar Karten einsetzen. Das werden wir dann wahrscheinlich auch noch machen, denn wir können Gouverneure dort platzieren und dann plus 2 Loyalität pro Runde abgreifen. Das werden wir sicherlich relativ schnell tun. Handwerker wird hier für mehr Nahrung und größere Städte dann sorgen, zeitnah. Warum nutzt er denn hier? Ach so. Okay, das, ne, die 2 Gold sind die dann wenigstens... Okay, die gehen. Wir sollten hier aber relativ schnell dann irgendwie modernisieren. Damit die Stadt vorwärts kommt und ihr hier helfen kann. Denn die darf nicht fallen, das ist klar. Soweit, so gut.
ab in die nächste Runde, in der Hoffnung, dass hier nicht irgendwie ein Krieg vonstatten geht. Ich weiß auch nicht, wie ich ihn besänftigen kann. Also wir haben da echt massive Probleme. Ein Groll gegen uns denunziert das nicht mehr so viel. Noch 6 Runden. Er will sich nahe Nähe der Berge ansiedeln. Boah, und wir haben ja gar nichts Gutes mit ihm. Wir könnten einen Handelsweg natürlich einrichten. Sehe ich aber momentan auch nicht. Naja, und hier ist die Einheit. Ein Langkavallerist. Ein Ritter, gegen den wir, das steht schon mal fest, extrem schlecht aussehen würden. Da muss der Armbrustschütze auch relativ schnell dann her, im Zweifelsfall. Um die Stadt zu beschützen. Wir haben natürlich Verbündete, die uns helfen könnten, wenn hier irgendwas passiert. Hat Cardiff eigentlich Probleme? Ne, Cardiff hat nur Krieg mit Phönizien, interessanterweise. Okay. Stellen uns hier aktiv und offensiv auf. So, und jetzt werden wir gucken, wie wir Frankfurt am besten helfen. Ein Weg nach Berlin ist nicht so verkehrt. Der nach Aachen ist kürzer und gibt genauso viel Ertrag. Wenig Nahrung allerdings. Könnten eine Menge Gold durch den Handelsweg. Wow. Plus 16 Gold, wenn wir mit Ollantay Tambo handeln. Ist allerdings auch ein heiländisch weiter Weg. Aber vielleicht bekommen wir es hin. Also das Ding ist, die Produktion fehlt uns da. Aber wir sind ja hier produktiv. Ich kann die Pferde anschließen. Das geht. Dann versuche ich eher mal hier die Wogen zu glätten und beginne den Weg für 16 Gold pro Runde, die uns ja auch im Kriegsfalle weiterhelfen. Handeln hier also mit unserem größten Feind im Osten, mit Pachacutec. Und hier kommt der nächste Bogenschütze rüber. Ja, und jetzt ist hier die Frage, minus 5 nur noch, okay. Das geht also so langsam. Tja, und jetzt werden wir die nächste Stadt siedeln. Das ist echt bitter. Ja, Runde 115, geweigert ein Versprechen zu geben. Immerhin ist das die Hoffnung, dass wir ihn nicht angelogen haben werden. Wir siedeln jetzt hier die Stadt, denn die ist für unser Reich extrem wichtig im Osten. Und sie ist ja auch perfekt geschützt, also das muss man auch sagen. Also attackiert werden kann sie nicht, außer hier durch. Und hier werden wir uns sehr aktiv aufstellen mit guten Einheiten. Hier lassen wir sie gerne reinlaufen, können uns hinter dem Fluss verschanzen. Also das ist schon extrem, extrem gut. Und deswegen siedeln wir jetzt diese Stadt. Ulm! Aha, und sehen noch ein bisschen mehr. So, in wie viele Runden würde es hier da hingehen? In 13. Ja, Ulm hat jetzt natürlich ein massives Problem, weshalb wir erstmal ein Feld kaufen werden müssen. Und zwar dieses jenes hier. In Ulm werden wir... Ah, die Frage ist, ob wir das Monument sofort... Ja, wir werden wahrscheinlich auf das Monument gehen müssen. Wir sind jetzt bei... Zufriedenheit ist gerade noch leicht sinkend. Da hoffe ich gleich auf Annehmlichkeiten. Aber wir gehen hier gezwungenermaßen aufs Monument. 6,9, sonstiger Effekt. Das ist hier das Monument schon mal. Perfekt. Zeitalterpunkte bekommen. Und gehen dann... Ja, was macht hier am meisten Sinn? Vermutlich auf das Aquädukt, um ganz, ganz schnell hier dann zu boosten, wenn wir die Hansebezirke setzen. Den Hansebezirk selbst kann ich hier noch nicht setzen, weil ich mir dann dieses Feld wieder wegnehmen würde. Also gehen wir aufs Aquädukt. Aber die Stadt wird viel, viel Hilfe benötigen. So, er kehrt zurück zu seiner angestammten Region. Wir gehen eine Runde weiter. Oh, und dann kommen die Siedler. Das ist cool. Das ist sehr cool. Und hier wird auch das Aquädukt fertig in Aachen. Das heißt, wir sehen hier schon, die Hanse hat momentan plus 2. Dadurch, dass es jetzt fertig ist, ist sie bei plus 4. Produktionsboost sofort durch die Aquädukt-Fertigstellung. Ausgezeichnet. So, und dann gehen wir jetzt tatsächlich auf die Handwerker. Einmal kurz und überall bitte. 3 Runden, das ist wahnsinnig gut. Hier dauert es noch eine Runde tatsächlich jetzt. Wir gehen hier in den Norden, das hatten wir gesagt. Nein, hier oben kriege ich es nicht.
Hier krieg ich's doch, da doch noch leicht verzögert, weil der Handwerker ist in der nächsten Runde da, die Militärausübung auch und dann kann ich die Karte wieder wechseln. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal kurz auf, wow, auf was gehen wir denn mal? Auf einen Landsknecht für eine Runde, nur um das zu verzögern und zwei Aktionen mehr von ihm zu bekommen. Wir stellen uns hier offensiv auf, alles gut. Bleiben hier noch in unserem... Naja, wir können auch hier runtergehen. Verteidigen da ein bisschen mehr im Süden. Werden hier schnell ausheilen. So, er stellt sich wieder hin. Das ist alles in bester Ordnung. Annehmlichkeit benötigt. Ja. Das ist, wie gesagt, ein Thema. Minus 6,9. Da ist die Loyalität schon einmal weg. Werden hier potenziell Pingala etablieren müssen. Das geht dann relativ zügig. Ist natürlich ärgerlich für die Erträge, die Pingala liefert. Ich habe aber auch keinen Gouverneur mehr übrig. Nee, absolut nicht. Und wir kommen auch nicht so schnell dorthin. 17 Runden hier für einen Gouverneur. Und hier unten haben wir alle abgegriffen. Puh! Ja, gegebenenfalls muss auch mal kurz Magnus darüber, weil... Also Magnus brauchen wir... für Erträge von Feldernten und Geländeentfernungen in der Stadt. Das machen wir momentan nicht. Die Vorsorge ist auch durch, weil wir haben erstmal die Siedler. Pingala bezieht sich aber beim Erforscher auf jeden Bürger in der Stadt. Und dadurch holen wir unsere Wissenschaft rein. Wir werden Magnus einmal neu zuweisen müssen. Und zwar nach Ulm. Ja, zusätzlicher Groll gegen uns. Bei den Inka, klar. Oh, und hier, oh, hier kommt's knüppeldick. Und er stellt das geschickt an. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir schnell die Einheiten da hier hinbekommen. Ah, ne, jetzt sieht wir. Ah, doch. Hier passiert auf jeden Fall was. Wir stehen kurz vor einem Krieg gegen die Inka. Da lege ich mich fest. Und jetzt wollten wir uns eigentlich die Handwerker kaufen. Oh, ist das ärgerlich. So, Souveränität. 100% Ertrags, 100% plus vom Ertragstyp des Stadtstaats, wenn ihr Handelswege zu einem Stadtstaaten schickt. Brauchen wir nicht. Wir gehen auf, was, womit haben wir denn Beziehungen? Naja, mit allem ein bisschen. Okay, also das macht fast gänzlich keinen Sinn, da irgendwie für irgendwas abzustimmen. Wir gehen auf die Industriestadtstaaten. Und die Weltreligion macht für uns auch keinen großen Sinn. Und da hier aber schon einer bekannt ist, der dafür abstimmen wird, gehen wir mal auf den Islam. Aber da hatten wir keine Aktien im Weltkongress, das konnten wir so durchwinken. So, meine Truppen ziehen nur vorbei, das können wir immer sagen. Mal gucken, ja, eure Armeen patrouillieren unsere Grenzen wie Hunde. Was soll das bezwecken? Zieht sie sofort ab. Ja, wir ziehen nur vorbei. So, der Buddhismus bekommt plus 10 und Wissenschaft. Also insofern haben wir hier nichts geschafft. Einmischt, den hat schnell die Faust erwischt. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir packen die Leibeigenschaft rein für die Siedlerkarte. Haben den Feudalvertrag und werden relativ schnell dann auf die Kostenreduktion für die Militäreinheiten pochen. Wenn ich mich aber jetzt nicht verguckt habe. Ja, brauchen wir da noch 7 Runden für. Okay, das ist... gut. Das heißt, wir nehmen die hier raus und gehen auf die Leibeigenschaft. Gerade mal gucken, ob wir noch eine bessere als die Stadtplanung als Karte hier nehmen können. Nee. Das ist so absolut in Ordnung. 50% Produktion für die Einheiten ist wichtig. Stadtverteidigungs- und Stadtfernkampfstärke wären noch ganz interessant. Die 50% Produktionsbonus für schwere und leichte Kavallerieeinheiten können wir potenziell... Ne, wir können die Rekrutierung rausnehmen, mal für den Moment. Wir nehmen die Bastionen rein, um uns im Zweifelsfall besser zu verteidigen. Die Limatanei-Karte für die Loyalität wäre interessant. Aber erst, wenn das alles gesicherter ist. So, und jetzt können wir zumindest in der Theorie Handwerker kaufen. Aber ich habe was anderes vor. Wir werden uns Armbrustschützen und ähnliches organisieren. Die Handwerker hier bleiben drin, der Landsknecht da oben. Da können wir jetzt kurz wieder wechseln. Eine Runde für den Handwerker, der bekommt dann 5 Aktionen. Das ist schon mal cool. Und im Zweifelsfall müssen wir hier noch ein bisschen Geld ausgeben. Und zwar wie folgt.
Wir werden zum Armbrustschützen verbessern. Damit wir irgendeinen Stich hier machen. Und ihn hier auch verbessern. Na, wo, na, die Frage ist, wo ziehen sie hin? Ihn werde ich hier schon mal eins zurückziehen und ihn auch. Er bleibt genau an der Kante stehen. Hier eine Brücke. Wir könnten hier reingehen. Er heilt sich schneller aus. Und kann befördert werden. Der Metallguss bekommt den Boost. Hier verschanzen wir uns. Hier auch. Ah, und da ist der Siedler fertig. Der geht in diese Stadt hier unten. Das auf jeden Fall. Da möchten wir nicht ablenken. Hier sind wir zurück und nehmen diesen Posten ein. Ja, und der Gesandte ist hier gerade nicht wichtig. Jerusalem brauchen wir nicht wirklich einen Gesandten hinzuschicken. Also lassen wir uns den in der Hinterhand. Und gehen zu den Söldnern. Und dann steht schon die nächste Runde ein. Aber die werde ich erst im nächsten, in der nächsten Runde, respektive in der nächsten Folge abhandeln. Denn das hier droht und riecht und schmeckt nach Krieg gegen die Inka. Bisschen Taktik also jetzt hier. Während wir versuchen, weiterhin unser Reich aufzustellen, das sieht hier alles sehr gut aus. Ulm ist gegründet und ist bald wieder loyal. Da volle Loyalität in 3 Runden wird schon angezeigt. Und Magnus ist ja erst in der Etablierung. Ich glaube, das ist ein kleiner Bug. Ich weiß es nicht genau. Könnt mir gerne einen Kommentar da lassen. Aber hier oben, die Stadt wird mit ihm hier besiedelt werden. Und hier unten, der Siedler, wird diese tolle Stadt hier gründen. Und dann haben wir es im Prinzip auch schon. Und dann müssen wir uns nur noch gegen die Inka wehren. Aber wir haben Verbündete. Wir haben die Maya, die allerdings im Krieg noch sich befinden, aber potenziell eingreifen könnten. Und Dido ist momentan unser erklärter Freund. Vielleicht können wir auf Unterstützung pochen und hoffen, wenn es hier zum Krieg kommt. Wir sollten unsere Truppen von der Grenze bewegen. Ich bin sehr gespannt, ob Pachakutek das Gleiche macht oder ob er das nutzt, um jetzt hier durchzubrechen. Aber wir sind und stehen auf gutem Terrain, sind hier mit Flüssen geschützt, sind hier mit Bergen geschützt. Eigentlich kann und sollte nicht allzu viel passieren. Wir hoffen auf das Beste und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Splinter. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.